Ich habe nach dem Abi ein freiwilliges soziales Jahr auf einer Palliativstation verbracht, eines Krankenhauses, also einer Station, wo unheilbar kranke Patienten hinkommen und auch oftmals nur noch zur Symptombehandlung. Diesen ganzen Schmerz und das Leid, was ich dort sehen musste, hat in mir den Wunsch erweckt, irgendwie mein Leben dem zu widmen, genau diesen Menschen zu helfen, indem ich zum Beispiel an einer bisher unheilbaren Krankheit forsche und eines Tages vielleicht eine Heilmethode finde. Ich bin der Kuscha, studiere Biosciences, angewandte Biologie für Medizin und Pharmazie im 6. Semester an der Hochschule Fresenius in Idstein. Und mein Ziel ist es, später mal Krankheiten zu heilen, indem ich in der medizinischen Forschung arbeite. Und dafür bot sich Biosciences an der Hochschule Fresenius sehr gut an. Hier wird man einerseits aufgrund der theoretischen Inhalte grundlegend auf die ganzen Prozesse, wie das Leben auf molekularer Ebene funktioniert, vorbereitet. Das heißt, man hat einen großen Einblick nicht nur in die biologische Schiene, sondern grundsätzlich in alle naturwissenschaftlichen Bereiche schnuppert man mal rein. Aber natürlich ist der starke Fokus hier auch auf die biologischen Aspekte gerichtet. Wir werden hier im Praxisanteil sehr gut ausgestattet mit Methoden, mit denen wir viele Vorgänge auf molekularer Ebene, die in der Zelle passieren, untersuchen können. Und hier haben wir wirklich sehr, sehr moderne Geräte zur Verfügung, mit denen wir den Umgang lernen. Und das ist gerade für unser Arbeitsleben wirklich essentiell, da auf diesem Gebiet Leute auch gesucht werden, die gezielt Analytik betreiben können. Weil Analytik wird vor allem in der Forschung, aber auch in der Industrie überall gesucht. Wir haben hier etliche Laborpraktika im Rahmen der Mikrobiologie, im Rahmen der Molekulargenetik, der Bioanalytik, mit denen wir mit wertvollen Kompetenzen und Erfahrungen ausgestattet werden, die uns allesamt bestens auf unser Berufsleben später vorbereiten. Dazu kommt, Fresenius ist auch bekannt dafür, dass wir hier keine großen Studienkreise haben. Wir sind in kleinen Gruppen, werden wir unterrichtet, was die Produktivität fördert. Und zusätzlich, kleine Gruppen heißt auch, dass wir, unser Name immer bekannt ist bei den Professoren. Wir haben direkten Bezug zu den Professoren und den Dozenten. Wir können die immer bei jeglichen Fragen, Anliegen direkt anschreiben. Wir kriegen sofort auch eine Antwort dazu und die unterstützen uns einfach. Man merkt, das ist deren Leidenschaft. Wir sind die wissenschaftliche Zukunft und für diesen Weg wollen die uns bestens mit ihrer eigenen wertvollen Erfahrung ausstatten. Fresenius ist bekannt für Analytik, die wir hier betreiben, und auch die Bioanalytik ist in zwei Praktika aufgeteilt und sehr groß hier geschrieben. Bioanalytik heißt, dass wir hier sehr moderne Geräte nutzen, um gezielt Strukturen nachzuweisen, um Prozesse auch einfach nachzuweisen. Wir arbeiten allerdings auch viel mit Zellen, das heißt in der Zellkultur viel mit Krebszellen, um zu charakterisieren, was sind bestimmte Stoffwechselfunktionen. Wir lernen die Wichtigkeit sterilen Arbeitens kennen, aber das verbinden wir dann auch mit weiter molekularbiologischen Methoden, mit denen wir zum Beispiel genetische Informationen, genetische Merkmale in Bakterien oder auch in humane Zellen einbringen können und damit durch Bildung eines ganz bestimmten Proteins zum Beispiel die Zelle zum Leuchten bringen. Wir werden also einerseits theoretisch bestens ausgebildet, wir erlangen die praktische Erfahrung parallel dazu, die auf die Theorie aufbaut, und zusätzlich haben wir die Möglichkeit, ein berufspraktisches Semester zu machen, wo wir beispielsweise in einer Forschungseinrichtung ein halbes Jahr lang arbeiten und dort schon mal in diesen Beruf des Forschers einschnuppern. Ich habe mich für die Hochschule Fresenius und für diesen Studiengang entschieden, weil mich der Studiengang bestens auf die Arbeit in der medizinischen Forschung vorbereitet. Das heißt, gerade insbesondere aufgrund dieses sehr hohen Praxisanteils wird man hier mit wertvollen Erfahrungen und Methodiken ausgestattet, die man allesamt braucht, um später erfolgreich in der Forschung beispielsweise auch tätig zu sein.